So, herzlich willkommen zurück und ja, wir müssen da irgendwie hinein und ich glaube, wir brauchen gleich die Hilfe vom Kellner, weil der findet ja Nico sowieso so toll. Mein Presseausweis eröffnete einige Türen, aber nicht so viele, wie ich mir gewünscht hätte. Komm, wir reden erstmal mit dem Mouet. Sergent Mouy, so sieht man sich wieder. Ah, Madame Collard, welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Verdammt. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und Was? ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern um Ich bin Mord. doch Zeuge. Mon Dieu, der arme Mann. Ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Oh, Mensch, ey. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Er macht die Tür auf. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Profis, ne? Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin. Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergent Mouy? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern Fußballspieler. kommen. Nein, er ist. Ach, was soll's. Tja, Polizei, Profi wie immer. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei ihre Arbeit machen. Und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Ach ja. Super Tipps, danke. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie, ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Ach ja. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er Blut ist spüren. Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Er darf jetzt nicht gestört werden. Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Genau. Der Fall Scheiße dürfte labern oder jeden was? Moment gelöst sein. Ja, komm. Zumindest hoffe ich das. Oh. Ich bin unmüde und möchte nach außen. Dann geh. Zum Verrücktwerden. Sergent Mouy wollte mich nicht reinlassen. Sergent Mouy. Weshalb sind Sie so müde, Sergent Mouy? Ich habe 3 Tage ohne Pause In dem durchgearbeitet. Alter, das ist ganz schön gefährlich, mein Freund. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Genau. Ach, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Aha. Schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Vielleicht etwas Ein Heißes zu Gendarm. trinken? Ja. Das wäre Ein gewiss sehr Gendarm. schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Ja, Zwischenfall. wenn du noch weiter so viel laberst, ey, werde ich auch gleich müde. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Gut. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Ja, ist ja gut. Vielen Dank, Sergent Mouy. Sie haben mir sehr geholfen. Ja, voll. Ich bin jetzt doppelt so müde wie vorher. So. Ah, gehen wir mal zum Kellner. Der ist ja super toller Fan von uns. Oh Gott, ey. Ich werde auch gleich mal versuchen, den. Ach, hä? Madame. Ah, jetzt. Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus.
Ich brauche sie nur anzusehen und weiß, sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, was? Madame? Macchiato ist cool. Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen, unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft, für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Revolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Macchiato. Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Red Bull verlief? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein! Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse. Der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ach, der Probleme, ey, ja, mein für Gott. Für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesen Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, aber irgendwie kann man das, glaube ich, vergessen. So. Der Ronny. Hier, wir rufen erstmal der Schorsch an. Der Hackel. Schorsch. Hi, George. Ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Ich habe versucht anzurufen, kam aber nicht durch. Inspektor Moet ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß. Aber warum nur? Ja, weil ein Held versucht hat zu spielen, ganz einfach. Die Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insider-Job aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Malediktio sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist? Ja, das war eine tolle Hilfe jetzt. Ja, rufen wir mal den Ronny an. Der Ronny! Guck, was der zu sagen hat, der Ronny. Ich kenne einen von der Bundeswehr, der hieß so, aus dem Osten, deswegen. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Die Anspielung. Nein. Du machst Witze, das ist ein Saftladen. Was soll da schon Aufregendes passiert sein? Ein Gemälde wurde geraubt und der Galeriebesitzer erschossen. Was? Okay, sprich mit jedem, der was gesehen hat. Lichte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Bis dann, Nicole. Das konnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet hatte. Könnte, ja. Was mache ich denn jetzt? Der Kellner hat irgendwie keine Lust. Gucken wir mal da rein. Vielleicht sehen wir ja was mit der Nicole. Es war ein Büro. Der Raum war voll mit sonderbarem Plunder. Reden wir nochmal mit dem. Vielleicht weiß der jetzt. Vielleicht haben wir jetzt neue Themen wieder. Salut. Bonjour, Madame. Ah ja. Zwischenfall, Müdigkeit, Dieb, Galerie. Das haben wir doch schon alles. Wollen Sie mein Foto von dem Dieb sehen? Ils ne passeront pas. Was? Mir ist noch etwas zu dem Verbrechen eingefallen. Dann sollten Sie es Inspektor Navette gleich sagen. Oh, ja, wann denn? Also, kann ich denn rein? Nein. Wieder mich nervt. Wollen Sie mein Foto von dem Dieb? Das haben wir ja schon. Wenn wir die anderen Sachen noch raus, dann muss ich mit dem Kellner noch mal sprechen. Wenn Sie so müde sind, leiden dann nicht Ihre Pflichten darunter? Madame, ich bin absolut professionell. Ich würde doch nie meine Pflichten vernachlässigen. Nö, niemals. Ich stehe ihr als Inge mein Leben davon ab. Oder mein Job.
Schön. Moe hätte kein Interesse an meinem Presseausweis. Sie sagten was von einem... Okay, das haben wir ja schon. Ja, bla bla bla. Ja, bla 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 bla. Das hält mich gerade an Austin Powers. Dr. Evil. Ich glaube, der zweite Teil war das. Wo die für ihn die Zeit zurückreißen, wo er die ganze Zeit seinen Sohn unterbricht. Das ist ganz witzig, den Film. Muss ich mal wieder schauen. Komm. Muss mir doch irgendwie helfen können. Monsieur? Du Sack. Sackgesicht. Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt ihnen durch die Finger. Die labern so viel Käse hier in dem Land, ey. Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Ja. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. Ah ja. C'est vrai, no? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Ja. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Ja, was? Oh ja. Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Mhm. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. Ah, ja. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, an Sergeant Mouet vorbeizukommen. Nö. Au revoir. Toll. Das war's jetzt, oder was? Warte mal. Kann ich mit dem Ausweis irgendwie... Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Oh, ja. Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Sehr gut. Bitte nehmen Sie meine ärztliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté! Die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem... Junge! Da trug La Liberté die Stimme unserer Halt mal die Backen, ey, ich will in die Galerie rein. Die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Nee, Nougat-Croissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Fresse. Gut, können wir jetzt mal normal reden? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Oh, endlich darf ich mal was anklicken, ey. Meine Fresse. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen. Wie schnell die Zeit verrinnt. Ich schaue schon wieder auf die Uhr. Die Folge ist bald schon wieder vorbei. Wir kommen irgendwie kaum vorwärts. Das ist echt im Adventure, also in diesem Adventure vor allem. Und so, ne? Das ist wie zäher Kaugummi. Der Kellner brauchte meinen Presseausweis nicht noch einmal. Warum kann ich ihn dann anklicken? Was ist das für eine Logik? Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Ich weiß auch, wem ich den einen gleich gebe. Moment. Haha. Gegen die Müdigkeit und dafür dürfen wir rein. Yeah! Also bis jetzt ist das sehr einfach gehalten, alles mit Rätsel, muss ich sagen. Kaffee, ich habe schon schlimmere oder schwierigere Adventures gespielt. Die auch so unlogisch und doof waren. Also ist echt, bei manchen Spielen ist das echt hardcore. Da ist ein Rätsel... kommen davor, also da greift man sich nur noch an den Kopf. Was, der denn jetzt getrunken? Der Kaffee war heiß und stark. Nein, warum? Ah, machen Sie gut. Mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Ich hab schon gedacht, ey. Jetzt hat den getrunken und hat meinen Plan versaut.
in die Galerie zu kommen. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Sehr schön. Vielen Dank, Monsieur. So, und tschüss. Oh Gott, was für ein Typ, ey. Wie anstrengend. So, mein Freund. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Mein kleines Problem. Was? Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Boah, Leider. Ist das jetzt ein Scherz? Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr... Der ist bestimmt inkontinent oder so. Es war ein Trauerspiel, Madame. Pinkelt sich voll, wenn er Kaffee trinkt. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich verrate es Ihnen. Ja, verrate es mir. Wie schön. Das Geheimnis. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Ja und? Ist doch... Aber wie ist das rausgekommen? So was Natürliches. Nun... 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Oh, wie schlimm. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja. Die Franzosen, die haben Probleme, ey. Aber natürlich. In dem Spiegel natürlich. Sie wussten, sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, er seinen Hund. Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen... Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergent Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Ja. Tut sie. Hör doch mal trinken hin. Oder auf Posten einschlafen. Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Bravo, Sergeant. Ja, trink. Komm. Trink, trink, trink. Runter, hau weg die Scheiße. Ja, und jetzt das Pissoir links um die Ecke benutzen. Oh, tschüss. Wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarme. Für kleine Gendarme. Das Zug ist einfach durchgerauscht. Ja, lass mal. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Klar. Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ich hatte Moe abgelenkt. Dammbruch. Also, jetzt oder nie. So, Leute, und die Folge ist schon wieder vorbei. Wir gehen noch rein und dann, sehen wir gleich in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Ich werde natürlich den Dialog hier noch laufen lassen. Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Jo, gut Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen dann mal, ob wir da irgendwie in diesen Sicherheitsraum reinkommen. Das klappt bestimmt mit den Kurven von der Nico. Da. Mit links. So, bis dann Leute, ciao.